Heibe TV, Ihr regionales Fernsehen aus der Obersteiermark, heute mit folgenden Sendungen. In unserem Infotainment haben wir diese Themen für Sie zusammengestellt. Ferienmesse im ECE. Foodtrucks erobern Leoben. Jubiläumsfeier beim Traditionshaus Schicker in Kapfenberg. Miramonti zieht in den Wirtschaftspark. Montanuniversität Leoben startet ein einzigartiges Projekt. Die SOR-Optimistinnen unterstützen Leobener Studentinnen. Santa Chita Bikuni im Brucker Stadtmuseum. Und in On the Road sehen wir den neuen MG5 Electric. Zuvor aber noch zu den News, Zukunftsprojekte der Stadt Bruck an der Mur. Die FPÖ setzt sich für die Airpower ein. Turnau investiert in die Zukunft. Und die Ankündigung eines Weltrekordversuches im Dauertennis. Ganz am Beginn der Brucker Pressekonferenz die finanziell erfreuliche Nachricht. Die bisher getätigten Einsparungen, mehr Ertragsanteile und positive Entwicklungen in der Wirtschaft bringen etwas Entspannung in die Budgetsituation der Stadt Bruck. Die Verbesserung beträgt ungefähr 3 Millionen Euro, also Einnahmen- und Ausgabenseitig. Das ist einmal erkläglich, ist ein guter Betrag, reicht noch nicht ganz aus. Das heißt, wir haben jetzt noch einen Konsolidierungsbedarf von ungefähr 1,5 bis 2 Millionen Euro für die nächsten Jahre. Also da brauchen wir jetzt auch nichts überhaps und überstürzen, sondern wir werden das nachhaltig machen, mit dem Land gemeinsam abstimmen und ich glaube, dann sind wir auf einem sehr guten Weg. Auf einem sehr guten Weg ist man auch bei der Mittelschule oder besser gesagt bei der Neugestaltung des Kirchplatzes. Die alte Mittelschule soll weggerissen und völlig neu aufgebaut werden. Das haben wir jetzt einmal durchgerechnet, das werden wir tun, das können wir heute dem Gemeinderat mit gutem Gewissen vorschlagen. Wo wir noch diskutieren und Diskussionsbedarf haben, ist die Frage der Tiefgarage. Die ist städtebaulich wichtig, bei einem Projekt, das über 50 Jahre funktioniert, sollten wir meiner Meinung nach diese Chance auch nehmen, den Kirchplatz als dritten innerstädtischen Platz auch verkehrsfrei zu machen. Und heute können wir, glaube ich, dem Gemeinderat ein tolles Paket vorschlagen und ich hoffe auf eine große Übereinstimmung bei den Gemeinderäten. Und das war dann doch nicht so. Das Projekt Mittelschule neu wurde nur mit den Stimmen der SPÖ, der Grünen und der NEOS beschlossen. Einigkeit herrschte, nachdem Jugendreferentin Claudia Dornhofer im Vorfeld alle Fraktionen eingebunden hat, beim geplanten Jugendzentrum. Die Stadt Bruck wird Logo Jugendmanagement mit der Umsetzung beauftragen und am Beginn mit 2 Teilprojekten. Zum einen natürlich der Start mit einer Bedarfserhebung, dass man sich genau mit einem kompetenten Partner, eben mit der Logo Jugendmanagement GmbH anschaut, welche Bedürfnisse haben unsere jungen Menschen vor Ort und welches Angebot können wir schaffen. Ja. Zum anderen möchten wir gleich, also parallel dann ab Mai auch einen Treffpunkt ermöglichen für junge Menschen. Das heißt, es wird die Räumlichkeiten in der im Generationencafé in der Roseckerstraße werden dafür verwendet, dass wir hier gleichzeitig parallel schon auch einen Treffpunkt anbieten können, wo dann mit jungen Menschen gearbeitet werden kann. Erhard Grund zur Freude. Marco Triller wurde letzte Woche mit 98,5% der Stimmen zum Bezirksparteiobmann der FPÖ Leoben gewählt. Sein Ziel ist die Gemeinderatswahl 2025. Dort will er deutlich zulegen. Neben dem leidigen Thema Baumaxhalle und der geplanten Schließung der Volksschule Leoben-Göß sind eine Neuordnung der Kinderbetreuung im Bezirk und die Schaffung eines Notarztstützpunktes in Eisenerz die Hauptanliegen Trillers. Wir haben eine Petition eingebracht und wir sammeln jetzt Unterschriften dafür. Wir brauchen rund 1500 Unterschriften, das ist zumindest unser Ziel. Dann bringen wir diese Unterschriften der Landtagspräsidentin persönlich vorbei. Und wenn wir diese erreicht haben, dann hat unser Erstunterzeichner, der Harry Gölz, die Möglichkeit, auch im Petitionsausschuss des Landtages Steiermark diese Petition vorzubringen, die eben das Ziel hat, in Eisenerz einen Notarztstützpunkt zu implementieren. Auch beim Thema Kinderbetreuung sieht Marco Triller Handlungsbedarf. Hier geht es ihm unter anderem um die Kosten. Uns ist dabei wichtig, dass in jeder Gemeinde eben so ein Kinderbetreuungsangebot unter 3 eingerichtet wird und in weiterer Folge die Kostendeckelung relativ ähnlich sind. Also, das heißt nicht, dass man in der einen Gemeinde 300 Euro zahlt und in der anderen
120 Euro für die gleiche Leistung, sondern die Leistungen und die Preise sollen angepasst werden. Da werde ich natürlich auch das Gespräch mit den einzelnen Bürgermeistern in der Gemeinde suchen, in den Gemeinden im Bezirk Leoben suchen und schauen, dass wir da eine gute Lösung für die Zukunft auch finden. Der FPÖ-Landesvorsitzende Mario Kunasek will die derzeit vorherrschende Teuerungsrate so gering als möglich halten. Ich lasse es nicht zu, dass man seitens der Landespolitik alles auf den Bund schiebt. Wir haben auch in der Steiermark Möglichkeiten, über Steuern und Abgaben einzuwirken, die Menschen zu entlasten. Wir haben einen Heizkostenzuschuss, der entsprechend ausgestaltet werden muss. Und ja, wir hätten auch die Möglichkeit, bei den Energieversorgungen, die in Landeseigentum stehen, wie die Energie Steiermark mit 75%, auch dort Impulse zu setzen, um die Kunden zu entlasten. Ein klares Ja kommt von Kunasek zur viel diskutierten E-Power. Für ihn steht der wirtschaftliche Nutzen der Veranstaltung im Vordergrund. Ich wünsche mir hier vor allen Dingen von der ÖVP ein klares Zeichen vom Landeshauptmann, weil ja auch ein Wirtschaftsfaktor damit auch einhergeht. Jeder Euro, den das Land Steiermark investiert, kommt siebenfach zurück. Die Wertschöpfung ist riesig und da wünsche ich mir den gleichen Mut, den der Wirtschaftsbund ja bereits aufgebracht hat, auch von der Volkspartei, sich hier nicht von kleinen Fraktionen unter Druck setzen zu lassen, diese Erbauer gehört durchgeführt. Schon seit vielen Jahren ist Turnau als pulsierende Marktgemeinde bekannt. Auch 2022 wird weiter an einem modernen Turnau gebaut. Das größte Vorhaben dabei ist die Errichtung des Gipfellifts. Gemeinsam mit der Schwabenberger Arena Turnau wird der Gipfellift errichtet und die Gemeinde Turnau beteiligt sich damit 200.000 Euro. Und zusätzlich haben wir ein sehr lukratives Turnau-Paket vor allem für unsere Jugend hier zusammengestellt. Und zusätzlich wird die Marktgemeinde Turnau dann auch noch die Kammerhofer Wehranlage durch eine moderne Pendelrampe ersetzen und damit auch die Wasserzufuhr für die Schwabenberger Arena nachhaltig sicherstellen. Auch Natur und Umwelt spielen in der diesjährigen Planung eine große Rolle. Wir werden unmittelbar vor dem Rathaus, vor der Marktgemeinde, so eine verkehrsberuhigte Zone einbauen. Wir haben an der Ortsausfahrt Richtung Seebach ein Grundstück angekauft, werden dort eine Blumenwiese errichten und auch wieder mit Sitzgelegenheiten. Weiters wird im Bereich der Schwabenberg Arena die brachliegende Fitnessstrecke revitalisiert, ein Wald-zu-Wald-Weg errichtet und der Vogellehrpfad erneuert. Als Zuzugsgemeinde wird in Bildung investiert und auch im kulturellen Bereich wird man 2022 wieder Gas geben. Heuer wird der Sanitärbereich in der Volksschule Turnau erneuert werden. Es wird auch der Skaterplatz erneuert, der Spielplatz erhält zusätzliche Elemente. Und bei den Veranstaltungen werden wir wieder ein spannendes Veranstaltungsprogramm mit unseren Vereinen und Organisationen zusammenstellen. Zum Beispiel der Markttag und auch ein Kindermusical sind bereits Fixpunkte im Kalender. Der Fuhrpark der Feuerwehr und des Wirtschaftshofs wird erweitert, die B20 wird mit Unterstützung des Landes im Bereich Seeberg Nord saniert und im Herbst wird Turnau sogar dank des Rurasmus-Projekts zum Studienort. »82 Stunden Tennis und ein neuer Weltrekord. Das ist die Mission der beiden Langenwanger Friedrich Nowak und Karl Strassberger.« Am Freitag präsentierten die beiden Extremsportler ihren ehrgeizigen Plan auf der Tennisanlage des TV Schwöbing. Mit dem längsten Tennismatch der Welt wollen die beiden aber in erster Linie Gutes tun. Und dann haben wir gesagt, das verbinden wir jetzt gleich, diesen Weltrekordversuch, und tun wir was für Leute, die was sie bewegen wollen, aber nicht können, weil sie halt beeinträchtigt sind. Und dann haben wir gesagt, ja, dann machen wir da einen Spendenaufruf. Auf mehrere Sachen aufgeteilt. Der Hauptpart ist der Vincent Sturm. Der braucht einen Bulllift. Wir haben uns auch das große Ziel gesetzt. Wir möchten 100.000 Euro schaffen. Wir holen da so viel, außer was geht. Wir brauchen gar nichts davon und wir möchten es alles weitergeben. Sportbündel ist dabei, da auch die Tennisjugend und eben der Vincent Sturm. Und wenn wir wirklich so viel zusammenbringen, da fallen uns noch genug ein. Also wir möchten einfach helfen. Damit der Weltrekord auch gelingt, ist eine intensive und teils außergewöhnliche Vorbereitung nötig. Denn der größte Gegner ist dabei nicht der Tennispartner. Ja, eine schwierige Geschichte. Die größte Herausforderung ist sicher der Schlafentzug. Und das trainieren wir schon eine längere Zeit. Ja. Letztens sind wir jetzt von Kohlsdorf Richtung Langerang zu Fuß gegangen. Etwa 24 Stunden. Und danach haben wir noch 24 Stunden Tennis gespielt. Also solche Ideen muss man dann machen, dass man das schaffen kann. Ja.
Am 11. August ist es dann soweit. Stattfinden wird der Weltrekordversuch auf der Anlage des TV Schwöbing in Langenwang. Und Obmann Bernd Knollmüller sorgt für das passende Rahmenprogramm. Das auf jeden Fall. Also es wird über den Tag über immer eine Live-Moderation stattfinden mit Musiker. Auf Nacht wird an allen Tagen eine Liveband auftreten. Das ist am Donnerstag, den 11. starten wir da mit La Mue ab 17 Uhr. Freitag ab 17 Uhr die Mürzer Spitzbuben. Samstag am Abend ebenfalls ab 17 Uhr die Obersteirer. Und Sonntag wird das absolute Highlight. Da haben wir das Frühschoppen mit Steirergold. Dann treten die Butterfly Cheerleaders ab 14 Uhr auf. Und zum Abschluss gibt es noch Mürztalbauer. 6 Stunden lang Topmusik. Energieberatung, E-Mobilität, Redsack Elektroshop, Elektroinstallationen, Photovoltaik, Solaranlagen, Fernsehen, Internet und Telefonie und eine eigene Kundentankstelle. Das alles und noch viel mehr lassen Sie sich von unseren Profis beraten. Die Stadtwerke Kapfenberg, Ihr Partner fürs Leben. Hallo, ich bin die Judith. Ich bin Stationsleitung im Pflegeheim Altersheimgasse und mir macht die Arbeit dort wahnsinnig Spaß, weil es sehr interessant ist. Es ist ein sehr breites Tätigkeitsfeld. Man arbeitet mit Menschen, man braucht pflegerisches und medizinisches Know-how und die Arbeit im Team ist auch etwas, was mir irrsinnig viel Spaß macht. Miteinander Mensch bleiben. Der Sozialhilfeverband Bruck Mürzzuschlag sucht Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Nähere Informationen auf www.sozialhilfeverband.at. Hallo und herzlich willkommen zu unserer HIWE-TV-Rubrik Die Region im Fokus. Schön, dass Sie wieder mit dabei sind. Für alle Urlaubsreifen und Reisebegeisterten gab es im Kapfenberger ECE ein besonderes Zuckerl. Die Ferienmesse lieferte Traumziele quasi frei Haus. Mit dabei für Sie und uns Sarah Spieß und Christian Egger. Sonne, Strand und Meer. Bei diesen Temperaturen ist die Sehnsucht nach einem Urlaub im Warmen stärker denn je. Wer sich noch nicht festgelegt hat, für den ist die Ferienmesse im ECE ein heißer Tipp. Die ideale Anlaufstelle für all jene, die noch auf der Suche nach ihrem nächsten Reiseziel sind. Ja, heute und morgen findet endlich unsere ECE-Ferienmesse statt mit vielen Ausstellern im Bereich Reisen, Urlaube. Und wir haben auch ein ganz, ganz tolles Gewinnspiel. Viele Urlaube können auch gewonnen werden. Also bitte unbedingt heute oder morgen ins ECE kommen, Gewinnspielkarte ausfüllen, in die Gewinnspielbox werfen und auf Urlaub fahren, würde ich sagen. Stichwort Urlaub fahren. Einige der Besucher und Besucherinnen haben bereits fleißig Pläne für den diesjährigen Sommerurlaub geschmiedet. Haben Sie schon Pläne für Ihren Sommerurlaub dieses Jahr? Ja, ich habe schon gehört. Am Montag fliege. Wohin geht die Reise? Nach Dominikanische Republik. Fast, sage ich jetzt einmal. Nicht ganz konkret, ich meine konkret schon, das Ziel schon, aber es ist noch nicht sicher wann, genau. Und wohin wird die Reise gehen? Nach Spanien. Und angenommen, Sie würden jetzt eine Reise gewinnen, wo wäre so Ihr Traumreiseziel? Naja, vielleicht Malediven.
Warum genau die Malediven? Weil ich da schon so viele tolle Sachen gehört und gesehen habe, aber es ist eben noch nicht dazu gekommen. Amerika oder Tokio. Ja, eher so Kanada oder so Japan. Auch wenn das momentane Wetter noch nicht ganz mitspielt, heute und morgen kann man sich zumindest bei der Ferienmesse im ECE ein paar Urlaubsgefühle holen. Regionale Köstlichkeiten aus verschiedensten Ländern der Erde kommen in Leoben per Foodtruck angerollt. Wir haben dem Genussdude, der Rabenmutti und Mamas Tacos einen schmackhaften Besuch abgestattet. Schmackhaft im wahrsten Sinn des Wortes war es auch im Kapfenberger Traditionshaus Schicker. 111 Jahre gab's zu feiern. Andrea Dirnbauer und Christian Ecker waren für Sie mit dabei. Ein neuer Trend kommt, im wahrsten Sinne des Wortes, angerollt. Foodtrucks wie Mamas Tacos, die Rabenmutti und der Genussdude erobern die Stadt Leoben. Hier kann man, ohne ein Gebäude betreten zu müssen, das Mittagessen in vollen Zügen genießen. Man geht zu, man kriegt was Gutes zum Essen und wenn man verweilt da, genießt es und dann geht man weiter. Bei Mamas Tacos kann man die mexikanische Küche kennenlernen. Die Rabenmutti bereitet Hotdogs aller Art, von klassisch bis ausgefallen zu, und der Genussdude entführt jede Woche in eine der kulinarischen Welten von Vietnam, Thailand, USA, Israel oder Mexiko. Dabei haben alle eines gemeinsam: Ihre Produkte sind frisch und werden aus der Region bezogen. Die Weckerl kriege ich vom Gruverbeck, also alles aus der Region, und die Würstel habe ich vom Kofler von Mario. Und die veganen und vegetarischen sind eben gesagt Hausproduktion. Ein Foodtruck ist für die drei Unternehmer genau das Richtige, um ihrer Leidenschaft nachgehen zu können. Damit man mobil ist und nicht an Mietverträge gebunden über mehrere Jahre. Wenn es dort nicht funktioniert, dann kann man nicht weg und muss weiterzahlen. Man kann Nachmieter finden und man ist überall immer an andere Orte. Das ist recht lustig. Verschiedene Leute, verschiedene Orte. Und Leoben bietet dabei genau den richtigen Rahmen. Das ist eine Universitätsstadt und es ist so viele junge Leute und mehr Leute und es ist sehr schön, hier ist international. Der Genussdude wird als Pop-Up-Store außerdem von der Leoben Holding unterstützt. Ich bin da angeschrieben worden, mir ist da Unterstützung angeboten worden und ich habe dann im Nachhinein die Infos zugesandt und dann sind eigentlich Flyer, Plakate erstellt worden für mich und dann sogar da vor Ort hergebracht worden. Pop-Up-Stores bieten eine Ergänzung zum bestehenden Unternehmertum einer Stadt und beleben diese zusätzlich. Deshalb investiert die Stadt Leoben auch in diese. Wer kurzfristig etwas probieren will, etwas aufmachen will, vielleicht sogar weiß, dass es nicht lange laufen wird, alles okay, Pop-Up-Stores kann das und ermöglicht das. Und der Wirtschaftsservice der Leoben Holding unterstützt dies mit Marketingmaßnahmen, aber auch bis hin zu vorverhandelten Verträgen, die dann in der Nutzung dem Pop-Up-Store-Betreiber dienen. So bleibt nur noch guten Appetit zu wünschen. Man feiert 111 Jahre Schicker, obwohl es genau genommen 112 Jahre sind. Die Feier haben wir für den 11.11. vorgehabt, weil das einfach von dem Zahlenspiel her sehr, sehr gut passt hätte. Und das war im November nicht möglich, weil wir zugesperrt waren, weil da der Lockdown war. Dann haben wir uns gedacht, der 11.1. wäre auch ein passender Termin. Klingt ja so ähnlich. Stimmt zwar nicht mehr ganz, weil dann sind wir im 112. Jahr, aber egal. Und da war einfach die Stimmung noch nicht bereit. Und dann war man am 4.4. mehr als bereit, um den Geburtstag gebührend zu feiern. Und obwohl nach Corona der Krieg in der Ukraine kam, hat man beschlossen, diesen dankbaren Rückblick auf das Familienunternehmen nicht noch ein weiteres Mal zu verschieben. Ich bin sehr, sehr dankbar für die grundsätzliche Intention des Firmengründers, der das im Jahr 1910 ins Leben gerufen hat, der aus dem heutigen Slowenien, aus der ehemaligen Untersteiermark gekommen ist. Und dankbar für die Arbeit meiner Eltern, die Unerhörtes geleistet haben. Ich bin seit 83 zu Hause, seit 87 verantwortlich. Und bin jetzt seit ein paar Monaten eigentlich der Seniorchef. Ich bin zwar immer noch der geschäftsführende Gesellschafter, aber es wird ein gleitender Übergang zu meinem Sohn sein.
Zu einem besonderen Jubiläum gehören auch besondere Geschenke. Und da hat der Stadtoberhaupt etwas ganz Spezielles mitgebracht. Wir haben natürlich eine Überraschung mit, nämlich eine der höchsten Auszeichnungen, die die Stadt Kapfenberg zu vergeben hat. Das ist nämlich die goldene Nadel der Stadt für besondere Verdienste. Und ich glaube, die hat er sich redlich verdient. Mit Freunden, Stammgästen und Lieferanten, einem Füllhorn an Kulinarik, erlesenen Weinen und grooviger Musik konnte man für wenige Stunden den Alltag hinter sich lassen und beinahe alle Sorgen dieser Welt vergessen. Aber nur beinahe, denn 20% der Einnahmen des Festes und das Geld aus der Sammelbox werden Nachbar in Not Ukraine und der lokalen Ukraine-Hilfe gespendet. Und kulinarisch geht es jetzt weiter. Im Neuenbrucker Wirtschaftspark entsteht derzeit ein Restaurant, das es in sich hat. Ab Mai werden hier die Gäste nicht nur mit einem traumhaften Ausblick, sondern auch mit außergewöhnlichen Spezialitäten verwöhnt. Und der Clou an der Sache, serviert werden diese von der derzeit jüngsten Küchenchefin Österreichs. Sie ist wahrscheinlich die derzeit jüngste Küchenchefin Österreichs. Die Münchnerin Michelle Buhr wird im Miramonti im neuen Wirtschaftspark Bruck groß aufkochen. Die 24-Jährige kann trotz ihrer jungen Jahre auf eine beachtliche Karriere verweisen. Ja, ich war viel in Österreich unterwegs. Also ich habe gelernt in Wien und bin dann eigentlich durch ganz Österreich mal quer durchgereist. War auch mal einen kurzen Abstecher eben in Frankreich. Und habe mir so sehr viel Wissen angeeignet und bin jetzt froh, dass ich mir jetzt meine Kreativität wirklich freien Lauf lassen kann, hier als eine neue Aufgabe und neue Herausforderung. Und da bin ich schon sehr gespannt drauf. Und gespannt darf man wirklich sein. Derzeit wird gerade angeliefert, was das Zeug hält. Der Transport der Küche in den 5. Stock, dort, wo das Skyline-Restaurant in Zukunft sein wird, erfolgt spektakulär durch die Luft. Genauso spektakulär, wie auch das Angebot in Zukunft sein soll. Tagsüber wird es schnelle, hochwertige Küche für die Berufstätigen geben und am Abend kann man über den Dächern von Bruck ganz fein dinieren. Donnerstag gibt es dann einen speziellen Aperitivo-Abend, weil wir so ein bisschen steirische, italienische Küche mischen möchten. So wirklich wie wenn du in Italien am Strand sitzt und so deine Cocktails trinkst, so ein paar Kleinigkeiten hast. Also es soll wirklich ein schönes Event eigentlich immer sein am Donnerstag und eine entspannte Umgebung. Und am Freitag soll es dann wirklich in die gehobene Küche gehen. Und da gibt es dann 2 6-Gang-Menüs zur Auswahl, wo ich wirklich meine Kreativität komplett freien Lauf lasse und auch manche verrückten Sachen kombiniere, weil es mir einfach Spaß macht. Und da wird dann auch ein bisschen die marchigianische Küche und eben auch die steirische eben ein bisschen gemischt sein aus regionalen Lieferanten, wo ich mir selber ausgesucht jetzt habe auch die letzten Monate. Also das wird sehr spannend werden. Und für all jene, die jetzt schon reservieren möchten, das gute Ding braucht noch ein bisschen Weile. Im Mai wird es aber soweit sein. Ich würde mal sagen, 5. Mai, so Anfang Mai, würde ich mal sagen, ist unser Plan, wenn uns nicht da irgendwas noch zwischenkommt, aber 19. Mai beim Tag der offenen Tür sind wir sicher da und da wird es einmal richtig powern. Und bis dahin halten wir euch am laufenden Highway TV einschalten und vom guten Essen im Miramonti träumen. In Kooperation mit der privaten pädagogischen Hochschule Augustinum rief die Montanuniversität Leoben ein bisher einzigartiges Projekt ins Leben. In Zukunft will man hier schon bei Kindern im Volksschulalter sogenannte MINT-Kompetenzen fördern. Und der Soroptimist International Club Leoben vergibt jedes Jahr Stipendien für Studentinnen im Wert von 500 Euro. Heuer dürfen sich 6 Damen der Montanuniversität über diese Unterstützung freuen. An der Montanuniversität Leoben startet man ein österreichweit einzigartiges Projekt. In Kooperation mit der privaten pädagogischen Hochschule Augustinum will man künftig sogenannte MINT-Kompetenzen bereits bei Kindern im Volksschulalter fördern. MINT-Fächer sind eine Zusammenfassung der Bereiche Mathematik, Informatik, Naturwissenschaften und Technik. Zu diesem Zweck hat man an der Montanuniversität ein Lehr-Lern-Labor eingerichtet, in dem Kinder von 6 bis 11 Jahren einen praktischen Zugang zur Forschung bekommen sollen. Was wir beobachtet haben in den letzten Jahren und Jahrzehnten, dass das Interesse für MINT zurückgeht. Das haben nicht nur wir, das macht auch die Industrie, die diese Feststellungen gemacht hat. Und dann haben wir gesagt, was können wir dafür
Unternehmen, um das zu verbessern. Und in diesem Lehr-Lern-Labor werden auf der einen Seite Kinder angesprochen, aber natürlich auch die Lehrerinnen. Und ich glaube, das ist der große Vorteil von diesem Konzept, dass wir beide Gruppen erreichen. Ganz einfach, um zu vermitteln, was kann Technik, was kann MINT in unserer Welt bringen, um sie zu verbessern. Dieses Lehr-Lern-Labor bietet verschiedene Workshops zu Themen wie Kunststoffe, Metalle oder Rohstoffe. Aber weiterführend auch eine Einführung in die Digitalisierung und Robotik. Organisiert ist das Ganze in einem Stationenbetrieb, in denen die Schülerinnen und Schüler selbstständig arbeiten können, abseits von ihrem gewohnten Schulumfeld. Das Besondere ist, dass dieses außerschulische Lernerlebnis eingebettet wird in den Unterricht. Das heißt, die Kinder kommen mit ihren Klassen, mit ihren Lehrpersonen und das, was sie hier erfahren, wird sozusagen von den Lehrerinnen und Lehrern im Unterricht vorbereitet und auch nachbereitet. Noch in diesem Schuljahr werden rund 1500 Kinder aus der Region Leoben, dem Mur- und Mürztal und auch dem Raum Graz dieses Lehr-Lern-Labor besuchen. Rektor Wilfried Eichelseder betont, dass man für die Lösung der großen Zukunftsthemen die Bevölkerung dafür sensibilisieren muss. Das beginnt schon bei den Kindern. Wenn ich an die Energieversorgung denke, ja, wir werden einsparen müssen. Das ist das primäre Ziel. Wir werden andererseits Methoden zur Energieerzeugung oder Umwandlung finden oder zur Speicherung auch finden müssen. Und die sind häufig auch umweltbelastend. Und da soll die Bevölkerung aber auch einschätzen können, was vielleicht die bessere Lösung ist oder wo es dann wirklich ernst wird, dass wir uns auch zurücknehmen im Verbrauch von Energie. Soroptimist International setzt sich für die Verbesserung der Lebenssituationen von Frauen und Mädchen ein. Seit 8 Jahren vergeben die Leobener Soroptimistinnen anlässlich des Weltfrauentags Stipendien an Studentinnen der Montanuniversität. Was uns hier besonders am Herzen auch liegt, ist, dass wir die Frauen in der Technik fördern, ist ja nicht selbstverständlich. Ne? Also es sind zum Teil nur 16% weibliche Montanistik-Studentinnen, also auf der Montanuni. Und so werden heuer 6 Stipendien an Montanistinnen vergeben, jedes im Wert von 500 Euro. Die Auswahl dieser geschieht in Abstimmung mit der Hochschülerschaft. Wir bekommen die Bewerbungen herein und wir wählen dann in Zusammenarbeit mit der Hochschülerschaft der Montanuniversität 4 aus. Heuer haben wir so viele Bewerbungen wie noch nie gehabt und wir werden heuer 6 Stipendien vergeben. 2 der Stipendiatinnen in diesem Jahr sind Daria und Anna. Anna studiert Erdölwissenschaften und Daria angewandte Geophysik. Die 500 Euro helfen den beiden sehr. Es ist wirklich jetzt nicht so leicht, eine Arbeit zu finden, weil ich habe ein Austauschsemester vor kurzem in Italien gemacht und mit all diesen Umzügen, ich habe sehr viel Geld ausgegeben. So, dieses Stipendium wird mich wirklich helfen. Ich will ein Praktikum in Wien machen und da brauche ich noch eine Unterkunft. Und mit dem Stipendium kann ich meine Unterkunft finanzieren und es hilft mich sehr, weil ansonsten es ist schwer, nur für das Geld des Eltern zu leben. Die buddhistische Nonne Santa Chita Bikuni war im Rahmen der Veranstaltungsreihe Frauenbilder im Brucker Stadtmuseum zu Gast. Die gebürtige Bruckerin berichtete dem zahlreich erschienenen Publikum unter anderem, wie es zu ihrem Interesse am Buddhismus kam. Christian Ecker war für uns mit dabei. Im Rahmen der Veranstaltungsreihe Frauenbilder gastierte die buddhistische Nonne Santa Chita Bikuni im Brucker Stadtmuseum. Bei ihrem ersten Thailand-Besuch, damals noch als Silvia Bayer, entdeckte sie ihr Interesse für den Buddhismus. Nach Thailand bin ich gefahren und habe dort schon 1988 meinen ersten Lehrer kennengelernt. Der hat geheißen Ajahn Buddhadasa. Das ist ein Lehrer aus der thailändischen Waldtradition und er hat ein Kloster gehabt, ungefähr 4 Stunden nördlich von der malaysischen Grenze. Und dort habe ich mal angefangen, mich schlau zu machen über die buddhistische Lehre und über die Meditationslehre auch. Und diese buddhistische Lehre hat sie dann nicht mehr losgelassen.
1993 begann sie ihr Nonnentraining in England und Asien und lebte auch in einem buddhistischen Kloster. Die Lehre des Buddhismus beschreibt sie so. Der Buddhismus ist eine Lehre, die sich damit beschäftigt, wie man den Geist trainieren kann, dass er von alten Mustern loslassen kann und sich mehr öffnet den Dingen gegenüber, so wie sie wirklich sind, und den Geist dann über Zeit immer mehr anzupassen, immer mehr zu öffnen. Und mit der Zeit ist mir dieses Teaching immer klarer geworden und ich bin eigentlich durch Erfahrung davon überzeugt geworden, dass das wirklich gut funktioniert und dass es mein Leben besser macht. Und ja, und jetzt mache ich das schon über 30 Jahre und bin eigentlich ziemlich zufrieden mit dem Resultat. Santa Chita Bikuni ist in den letzten 3 Jahrzehnten viel in der Welt herumgekommen. Heute lebt sie in den USA. Auch dorthin hat sie ihr buddhistischer Glaube geführt. 2009 bin ich zusammen mit ein paar anderen Nonnen eingeladen worden, ein Zweigkloster für mein Kloster in England dort aufzustellen. Und ja, dem sind wir dann nachgekommen. Und 2009 haben wir zuerst ein Kloster in San Francisco gehabt für ein paar Jahre. Und dann 2014 haben wir unser Kloster in den Wald verlegt, ungefähr eine Stunde weg von Sacramento. Kapfenberg. Sport, Industrie, Leben. Regionalfernsehen für Bruck, Kapfenberg und Leoben. Wir recherchieren, produzieren und sind immer dann vor Ort, wenn es interessant wird. Du bist flexibel, kreativ und willst immer up-to-date sein, dann bist du bei uns genau richtig. Naja, oder du filmst halt gern. Du fühlst dich angesprochen? Dann bewirb dich jetzt.
Unsere Freunde vom Automagazin haben dieses Mal einen Van für alle Fälle unter die Lupe genommen. Ausgerechnet die alte Marke MG bringt mit dem 5 den ersten rein elektrischen Kompaktklassenkombi auf den Markt. Wir wünschen gute Fahrt und gute Unterhaltung. MG hat seine Modellpalette um ein Kombimodell auf ein neues Angebotslevel gehoben. 100% elektrisch und familienfreundlich war auch diesmal wieder oberste Prämisse, womit er wohl das Kombi-Klientel künftig mit aktuellem Design und guter Verarbeitungsqualität überzeugen müsste. Also es ist so, dass der MG5 ja wirklich wieder eine Reminiszenz an den klassischen Kombi ist. Wir sind ja da elektrisch der erste Hersteller, der dieses Fahrzeug anbietet. Wir werden so eine duale Vertriebsstrategie angehen. Wir wollen einerseits den Privatkunden ansprechen mit dem Kombi. Es gibt da vor allem im familiären Bereich oder jemand, der transportiert, braucht Laderaum. Das ist genau unser Kunde. Und andererseits wollen wir auch im kommerziellen Bereich punkten. Es gibt da im Außendienst Fahrzeuge, die viel mitnehmen müssen. Wie schon bei den anderen Modellen gibt es auch beim MG5 eine klare Struktur beim Thema Ausstattung. Also wir werden weiterhin quasi dafür, steht ja MG für Simplizität. Wir haben zwei Ausstattungsvarianten, einen Komfort und einen Luxury. Bei der Komfort ist schon sehr reichhaltig ausgestattet ist. Und mit diesen beiden Ausstattungslinien bieten wir auch zwei verschiedene Akkus an mit unterschiedlichen Reichweiten. Apropos Reichweiten und Laden. Also wir haben zwei Akkus, die wir anbieten, einmal 52 kW und einmal 60. Das Besondere daran ist, dass beide dreiphasig zu laden sind. Und der mit 60 Kilowattstunden hat 400 Kilometer WLTP-Reichweite. Themenwechsel zum Vertrieb und zur unmittelbaren Zukunft bei MG. Also wir haben uns von Anfang an zum stationären Handel bekannt. Wir haben ein traditionelles Vertriebssystem. Was neu ist, ist, wir machen ein Nettopreissystem. Das heißt, der Händler hat eine kalkulierte Marge und der Angebotspreis ist auch der Verkaufspreis an den Kunden. Ich glaube, am Ende des Tages das Wichtigste ist, gerade bei einer neuen Marke Fahrzeuge auf die Straße zu bringen, dadurch sichtbar zu machen. Von den Modellen her ist es so, dass wir jetzt quasi mit dem MG5 quasi das erste neue Modell heuer lancieren. Und im Herbst werden wir noch einen Mittelklassewagen auch lancieren, der voraussichtlich im Oktober auf den Markt kommen wird. Die britische Traditionsmarke wird künftig wohl auch am heimischen E-Mobility-Markt kräftig mitmischen und für nachhaltige Mobilitätslösungen sorgen. Mit den vollelektrischen Modellen MG ZS EV, MG Marvin R und nun auch mit dem ersten Kombi kann man durchaus zuversichtlich in die Zukunft blicken. Mit an Bord künftig mit Arval, einer der führenden Anbieter beim Thema Full-Service-Leasing und Mobilitätslösungen. Das war's auch schon wieder mit unserem Infotainment für diese Woche. Die nächste Ausgabe gibt's am 14. April. Aktuelle News und Infos finden Sie wie immer auf unserer Website hw-tv.at, auf Facebook, auf Instagram und neuerdings auch auf TikTok. Ich bedanke mich fürs Zusehen und wünsche Ihnen noch eine schöne Woche. Machen Sie es gut!